Moin moin meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu Lost in Random. Bei uns ist der Geist, dem folgen wir, um ganz hoch zum Schornstein zu kommen, wo wir unsere Karte abholen können, unsere absolute Traumkarte. Jetzt meine ich unsere Schwester geklaut? Würden wir auch nicht gegen die antreten. Da sind sie alle. Jetzt müssen wir bestimmt so lange kämpfen. Even, over here. The ceremony begins. There is others coming, friends. Lots of others. Keep them back. We need to focus. Child, cover us! Okay, versuchen wir. Ja, das ist ein harter Kampf. Hab ich mir schon gedacht. Ja. Und Wurf. Oh, jetzt bin ich gespannt. Also, was haben wir denn da so? Richtig viel haben wir nicht. Und das hier? Okay, dann müssen wir erstmal einen hier killen. Vielleicht müssen wir ihn von hinten erstmal schlagen. Die Königin echt. So. Was Besseres. Wir brauchen was Besseres. Oh Mann! Oh, dann durch hier. Jetzt kriegst du noch einen Schlag und stirb! So. Kommt hier noch mehr, war klar. Ah. Werden wir sehen, ob wir sterben müssen. Pass mal auf. Erst ein bisschen Leben. Ich nehme alles, was hier ist. Weil wir können's. Miss. Oh, jetzt war weg hier. Oh, der hat mich nicht doof getroffen gerade. So. Oder?
haben eben schon mal vergiftet da oben, das ist schon mal gar nicht so schlecht, glaube ich. Dinger noch holen hier. Beginn. Und mal gucken, was noch, was wir noch kriegen jetzt hier. So, die Lanze nehmen wir auf jeden Fall. Und die beiden sparen wir uns jetzt auf, würde ich sagen. Genau. So. Jetzt haben sie die Karte fertig gemacht. Das wäre ja ganz cool. Nein. Es kommt natürlich noch so eine Schattenkönigin. Okay. Ach, Mist. Und los. Würfel. Wir müssen mal, wie die Königin nicht zu uns kommt hier. Ah, hätte ich erst nehmen sollen, na egal. Ja, los geht's. Wir müssen die anderen beiden. Hey? Nein, wieder nicht. Ach, versuch's doch nicht. Gut, werfen wir nochmal. Oh, schnell. Ist auch nervig. Da. Ah, das war dumm. Ich wollte eigentlich das Ding haben. Hammer und das zum Schießen. Und dann wollen wir mal zuhauen hier. Okay. Okay. Oh, die Königin ist weg. Wollen wir ihn noch ein bisschen killen hier, vielleicht? Oh. So. Oh.
Okay, den holen wir uns nochmal schnell hier. Und jetzt mal kurz werfen, brauchen ein bisschen Leben. Ich hätte jetzt noch draufgehen hier. Wäre super ärgerlich. So, erstmal machen wir so. Und so. Dann können wir alles nehmen, ne? Bleib mal stehen, du blöde Glocke. So. Da war's doch jetzt, oder? It's done, Lamb. We've done it. The rest is up to you. And more robots are coming, love. Oh, so how does it work? You can only use it in your dreams, child. Okay. Okay, even. You can do this. It's like Uma taught you. Relax. Deep breaths. Relax. Deep breaths. Relax. Deep. Oh. Hat sich jemand K.O. gehauen? So geht's natürlich auch. Oh, ich glaube, sie wurde umgehauen. Kann das sein? Eventuell hat sie wirklich jemand umgehauen gerade. Man schläft natürlich auch ausgenockt. Hört man auch. Just won't give up. Perhaps I picked the wrong sister. Nah, we both would have been here to kick your butt. What manner of witchery is this? This is my dream, you puppet. And I'm not afraid of you. So take your baggage. Get out. No. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich zur Sechserwelt. Dadurch. Kann das sein? Anscheinend. Wenn du den Nahkampf hast. Kampfschwierigkeit. Sextopia, genau. Wenn dir gut alles gut. Naja. Gone. I don't know. Something's still missing. But Dicey, I know we're moving in the... Whoa. It's not like anything I've seen before. Sieht irgendwie nur nach einer Fassade aus, oder? Oh, no. No. Sieht aus nur wie Pappmaché da. So wie so eine okay, Papierwelt. I don't think they spotted us. This doesn't look right. But... It's gotta be the place. The Grand Gate to Sextopia. Huh? What? What happened here? I don't understand. Is this really it? Maybe this is like a fake Sextopia, meant to confuse invaders or something? So sieht's auf jeden Fall aus. Geil aus den ganzen Puppen hier. I don't believe this. Sextopia is supposed to be this whole wondrous place that grown-ups have been telling us about. Since the day we were born. And it's fake. It's all a lie. Oh, sieht irgendwie echt nur noch fake aus. Oh, da hinten geht's hoch. What is going on? None of this makes sense. Oops. Da ist einer. Good morning, lovelies. Good morning, Charles. Why don't you look handsome today? Oh, heck, I'm just the same old man I always was. But bless your heart for lying, lovelies. Oh, you're here too, Albert. Hey, ugly.
I'm a big, stupid cardboard person, and I'm Charles's least favorite because I'm a mean, stupid idiot who falls apart all the time. Yes, yes, Albert. We're all familiar with your whole deal. Excuse me, Charles? Oops. Bist du... Was ist hier los? We've been here for 60 years. You ought to know what's going on by now. Yeah, what gives? Though, of course, not much actually does go on here. You stand around and I fix you when you fall apart. Easy. Easy peasy. Bist du dafür verantwortlich? Für die Pappfiguren? Cutouts? Why, that's a fine way to refer to yourself. Don't be rude. Besides, would a cardboard cutout start talking to me 5 years into my job here? It would not. And since you lovelies have been talking to me every day since, let's just say I know you're all more than what you seem. Even if Albert here keeps losing his head over this. Huh, you love it. Ich bin keine Pappfigur, ich bin ein echtes Mädchen. Of course you are, obviously. You're all real here. Ich bin wirklich echt. Oh, what do you mean I'm not real? Oh, now look what you've done. You've hurt Bedelia's feelings. There, Bedelia. Oh, she says mean things. I know. I'm going to talk to her about it, okay? But you're real. We're all real here. Charles, bevor ich hierher kam, warst du die einzige echte Person hier. No, we're real. If we were fake, could my head fall off all the time? Oh, no. Don't you dare, Albert. I've had enough of that for today by far. Du bist alleine. Alone? Ha! I'm surrounded by friends here. There's Bedelia, Claude. Claude 2, Snuggle Buns, 8 Ball, Big Tony, Little Tony, Average Tony, the hated Albert. Boingy Woingy, Peanut Butter and Jam, they're twins. Don, Donner, Donnest, Don Ultimate, Don Penultimate, Don Ultra Penultimate. Well, I don't need to tell you their names. We've all been here forever. Kannst du mir deine früheste Erinnerung erzählen? You don't talk like the others, do you? She sure doesn't. Should we be suspicious, Charles? I'm very suspicious. No, it's okay. It's fine to be curious, lovelies. My earliest memory. It's when my head first fell off, 40 years ago. No, it's when me and Pattycakes got married 50 years ago. No. It was when I was young. Just a child, really. The nanny came for me in that chariot that walked like a spider. She dropped me here. Told me my only task in life was to take care of these props. She said my fate was never to be anything more than a forgotten janitor. Gott, der sitzt da 60 Jahre jetzt schon. She disappeared. And she never came back. But all I've done for every day of my life since then was live here alone. So profoundly alone. Surrounded only by these parodies of life. Mocking me every hour of every day with their ageless faces and painted on smiles, and I... Oh, so I thought. But then 5 years into it, y'all started talking to me, and you've never stopped since. And now you're an old man surrounded by friends who'll never die. Ha! I sure am, lovelies. Ain't that a blessing? Why, I must be the luckiest guy in the whole world. Woohoo! Also, kommt niemand hier vorbei? Not ever. They pass through sometimes.
That hardly counts. They go to the tower. Look, I don't want to talk about it. Nanny's chariot passes through on its way to the tower. The children get quieter and quieter as the chariot moves away. Then we never hear them again. Oh, how I could visit them in the tower. What quiet fun they must be having. Ist die Nanny jemals zurückgekommen? The Nanny? No, not in any way that counts. That's true. Her chariot goes by sometimes, but it only goes up to the tower. Up there. We hear nothing. How can they be so quiet? They're enjoying quiet fun times, Albert, and that's all I will hear on the subject. Kinder, meine Schwester wurde auch entführt. Then she's playing up in the tower all day long. How lucky. Wait. Why would the Queen want the Nanny to take one of us cardboard cutouts? It's never happened before. Maybe she isn't really a cardboard cutout like us. No, she is. She's just lost her mind, that's all. I'm humoring her, see? Tell me about your sister, lovely. Sie heißt Ort, ich werde sie retten. Now, lovely, I learned long ago it's best not to make promises to yourself you can't keep. Now, where have I heard that name before? Oh, yes! Odd! The Queen graced us with her presence not too long past, and she had a girl with her. Odd, she called her. She wore a white mask, I remember. She looked strange. Strangely happy, yes. As are we all. They didn't have time to acknowledge any of us, of course. She's very busy. But they went out that way, right through there. Dann gehen wir genau dahin. Dadurch. Well, I won't stop you, cardboard lady. But hey, say hi to the Queen for me. Machen wir. Remind her I'm here. I'm still here. Der hat mal keine schöne Kindheit gehabt, oder? Traurig. So. Ah, it's horrible. Like glassy is made out of, I don't know, despair. Don't get it on you. This must be it. A tower. What's inside there, Dicey? Das ist das Gespenst. Feel it. She has to be. We've come so far, haven't we? But I still don't know for sure what we're going to do. Cards on the table. This is a bit outside my normal rounds, and not at all what I was expecting. But now you're here, and Manidex is playing a sympathy card. You've got to buy something, mate. Please. Okay. You never know who's listening, mate. Now, let's trade and forget all about any treasonous thoughts, eh? Ich kaufe es aber gar nicht. Ich nutze ja im Moment gar nicht die Karten. Also, nein, dafür ist es egal. So. Also, wir gehen jetzt mal hier längs. Oder auch nicht. Da geht es über eine Brücke. Hier geht es unter einer Brücke. Da oben ist irgendwas. Kommen wir denn da hin? Warte mal. So, hier links? Und Manny vorbei. Ja, Manny, du bist ein cooler Typ. Hinter Manny, kommen wir da hin? Dann sind wir hier. Da ist die Karte. Wie kommen wir denn da hin? Ist noch ein Weg hier hin? Links? Schaut ja nicht so aus, ne? Und da sind wir gekommen. Okay, na gut. Wir laufen jetzt mal hier runter. Alle Geheimnisse des Spiels werden wir eh nicht entdecken. Mache ich ja sowieso nie. Ich spiele es ja durch. Darum geht es mir ja meistens. Das heißt, alle Erfolge werde ich mir eh nicht einverleiben. So, hier unten links.
Oh, Mist. Mal gucken, was wir da so bekommen. Blitzen finde ich ganz gut. Oh, jetzt brauchen wir kurz ein bisschen Leben, brauchen wir mal kurz. Da unten ist mal so ein Lebenstank drin. Die behalten wir. Und den setzen wir ein. So, weiter geht's. Her. Und gleich mal die Karte werfen. Ah, es war dumm, die Karte zu werfen, aber egal. Lassen mit. Den will ich behalten. Und den will ich einsetzen. Und den will ich auch behalten. Nein, warum werfe ich denn den Würfel? Das war total blöd. Oh, und den behalten wir? Die drei, ne? Ja. Gut. Ich wollte den Würfel gar nicht werfen, aber was passiert da? Ist hier irgendwo was? Gehen wir hier hoch? Ah, guck mal. Schießen können wir auch noch. Vielleicht können wir noch schnell irgendwo hinkommen, wo wir jemanden abschießen können. Ne, hier waren wir ja schon. Okay. Okay. Gucken wir hier irgendwie weitergehen dann, ne? Glaube ich. Wir sind von da gekommen. Ich glaube, von da sind wir gekommen. Okay. Dann muss es einen anderen Weg geben hier. Das ist ja so ein Labyrinth so ein bisschen, ne? Und da über die Brücke gehen. Hier geht's hoch, guck mal. Das habe ich nicht gesehen. Ach nee, das ist da, wo wir die Karte gesehen haben. Kann das sein? Märchenbuchseite? Nee. Ach, doch, hier war das. Ja, da runter, okay. Gut, ein kleines Labyrinth, wie das da stand. Aber auch Labyrinthe sind dazu da, um sie zu überwinden. Ja, komm schon. Müssen wir hier längs gehen. Das ist das Gespenst. Da geht's auch hoch. Sehe ich gerade. Aber hier geht's auch längs. Da
können wir nicht hin, das sind irgendwelche Schmierlappensachen. Durch die Schmiere können wir eh nicht, nehmen wir hier oben links. Oh, das sieht aus, als ob das gleich kaputt gemacht wird. Don't fall, don't fall, don't. Oh, da sind aber ganz schön viele, wie heißt das, Roboter da unten. Das könnte ein harter Kampf sein. Okay. Die königlichen Gärten, mein Gott. You get close to it and it's like every bone in your body is warning you to keep away. The goo almost was like it's living or used to be alive. Da war der jetzt wieder. Da ist das Gespenst wieder. Okay. Das sieht schon sehr gefährlich aus. Hier machen wir die erste, obwohl wir können auch Manny besuchen, glaube ich, ne, bevor wir da einen Break machen. So, wir gucken nochmal, wir können nochmal hier irgendwas. Ja, den noch mit. Ne, warte mal, ich sehen. So. Gut. Hier machen wir eine Pause. Hoffe, es hat euch bis jetzt soweit gefallen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.